Hallo und willkommen zurück zur Chaos League. Letzte Woche haben wir gegen Deadlands gespielt und haben gewonnen. Damit sind wir genau wie Deadlands auf dem ersten Platz in unserer Liga. Also wir auf unserer Seite, Deadlands auf deren Seite, also in ihrer Gruppe. So, das heißt, wir haben schon mal einen guten Ansatz, am Ende der Saison den Aufstieg zu schaffen. Der Kalender sagt uns, dass noch 3 Spiele bevorstehen und dann das Finale eben wahrscheinlich gegen Deadlands. Wobei es sich ja noch ändern kann. Es ist ja dort auch genau wie bei uns noch ein bisschen knapp. Wir werden diese Woche herausgefordert, aber wir hatten noch Erfahrungspunkte zu verteilen. Das sind unsere beiden Verteidiger-Zombies. Das ist unser Mittelfeld-Zombie, der auch schon Parry bekommen hat, um stärker zu kämpfen. Der bekommt jetzt Master Power. Da er auch Master Power einsetzt, wird er dann einfach mal stärker kämpfen. Genauso unsere Skeleton Warriors, die noch keine Master Power haben. Dieser hier hat schon Master Power. Die drei noch nicht. Und die beiden, die mehr als 10 haben, können sich auch schon Master Power leisten. Das heißt, denen gebe ich jetzt auch Master Power. So, die Mumie muss auf 24 sparen, haben wir gesagt. Das ist ein Verteidiger, der müsste Richtung Ungeschicklichkeit oder schneller rennen oder sowas gehen. Wird aber zurzeit, glaube ich, nichts angeboten. Nein, 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 nein. Das sind alles nur Sachen, die mit Atem oder sowas zu tun haben. Ja. Und das ist unser Stürmer. Der hat schon interessante Sachen und bekommt zurzeit nur eine Active Ability angeboten. Ja, und das ist für mich Verschwendung von Atempunkten, wenn er doch im Kampf stärker sein soll. Deswegen werde ich den Rest für die restlichen Spieler die Erfahrungspunkte sparen. Und wir gehen einfach ins nächste Spiel. Schauen wir mal, wer unser Gegner wird. Sun Worshippers. Das hört sich nach Elfen an. Ja, das sind Waldelfen. 2 Running Backs, ein Quarterback, 2 extrem schnelle Receiver. Auf die muss ich ganz doll Acht geben. Und jede Menge Linemen, die einfach mal Kanonenfutter für mich sind. Wir haben 30.000 Punkte, das heißt, das sagt mir sofort, ich werde beide Receiver auf Doping testen. Und den einzigen Quarterback, den sie haben, jagen. Wenn ich jagen will, dann sollte ich auch Bribery haben, das heißt den Schiri bestechen können. Weil jagen heißt auch, wenn er mit 3 HP auf dem Boden liegt, werde ich ihn tottrampeln, bevor er die Gelegenheit hat, sich zu heilen. Die beiden Receiver wurden nicht gedopt, das heißt, sie bleiben bei ihrer 90er Geschwindigkeit und bleiben zusätzlich auch noch im Spiel. Schade, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn einer von ihnen gedopt worden wäre. Ja, ich bin für Doping. Hurra. Gut. Willkommen beim Sport des Blutes und wir haben ein heiß erwartetes Chaos League Spiel für Sie. Beide Trainer haben Großes versprochen und jetzt sollten Sie uns nicht enttäuschen. Nee, mach mal nicht. Angesichts der beiden Mannschaften verspricht es, ein unausgeglichenes Spiel zu werden. Eine Ach, Mannschaft mit wo? Spielern, die andere mit fleischigen Sandsäcken. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wer hier Sandsack und wer hier Spieler darstellt. Mich wundert, dass noch gar keine Nebelwand gesetzt wurde. Wollen die Mit so diesem anfangen? Teil Die wollen haben so die anfangen. Tierschützer so ihre Das heißt, sie Probleme. heben sich ihre Komm schon, das Punkte ist auf nun für mal sowas ein wie Master Power. Schlachthaus und lustiger. Du weißt ja, wie es heißt. Was Ja, du nicht sie wollen fühlst, Master tut Power ja auch einsetzen. nicht weh. Ja, aber wäre es nicht schön, wenn auch ein bisschen Sport dabei wäre? So. Wird viel Master Power gekämpft. aktiviert. Jetzt will Das er's sollte mal ein Pass wissen. werden, Geht glaube ihm ich. lieber aus dem Weg, oder ihr werdet zu rotem Brei. Noch mehr von den Raufereien und Oh ersteckenden Gott, ich brauche Schwierigkeiten meine Verteidiger erschafft schon. ihr Wieso jetzt wurde schon. meine Mumie eigentlich umgehauen? Du kommst mal mit zurück. Und ihr beide helft mal dort. Wie viel Wildheit haben die denn, wenn die... Der hat 40 Wildheit und meiner hat durch die durch Master Power 43 Wildheit. Also theoretisch hat meiner eine höhere Chance zu gewinnen, allerdings ist es auch nur eine Chance. Und da macht es jemand anders mit. Das Tackling hat aber gesessen. Wie aus dem Lehrbuch. Er hat den Ball. Oh ja. Die Mumie geht an den Rand, haut den um. Der trägt Boxhandschuhe. Das Meine ist die einzige Verteidiger gehen Erklärung. wieder zurück. Peinlicher Fehler. Und machen dann sowas. Du bist Kämpfer im Mittelfeld, das heißt, du gehst auch ins Mittelfeld kämpfen. Beziehungsweise aktuell
Ach, jetzt haben sie doch hier hinten Nebelwand gemacht. Publikum, hoffen wir auf eine Reaktion. Je schneller, lauter und blutiger, desto besser. Da ist kein Durchkommen. Das ist kein Spieler. Das ist ein cool. Das könnte ein Punkt werden, denn ich glaube, die haben alle Verteidiger schon an mich rangeschickt. Ein Punkt durch meine Standard-Kampf-Kolosse. Kolosse kann man es nicht nennen. Es sind ja nur Skelette. Und Skelette haben nicht unbedingt die gleichen Eigenschaften wie Kolosse. Das ja könnte man noch Koloss nennen. Und noch ein Punkt auf der persönlichen Trefferliste. Ich muss zugeben, dass wir hier ein echtes Talent haben. So. Zu heilen ist keiner, alles noch relativ gut. Mich wundert zwar, dass die Mumie einmal verloren. Und das Bluten? Aber wer weiß. Er hat sich den Ball geschickt zurückgeholt. So, ich denke jetzt mal öfter an die Pause. Ich muss mal den. Ah ja, gut, die Mumie geht an den, der selbst mein umgehauen werden soll. Heb ihn auf, heb ihn einfach auf. Aber dein Hund hat auch gut trainiert. Ja, wenn man das mal anschaut, bei dem Spieler sieht man es gerade, wenn ein Spieler hilft im Kampf, der die Pfeile unten dran hat, ist der eigentlich Kämpfende. Wenn ein Spieler hilft im Kampf, wird dem Geholfenen zusätzliche Wildheit gegeben, dadurch, dass ihm geholfen wird. Das sieht man am grünen Leuchten. Naja, er braucht die und der Kampf wird auch beschleunigt. Vielleicht hätte er sie einsetzen sollen. Weißen kommt diese Saison immer mehr in Mode. So, ich traue mich nicht richtig mit der Mumie so weit vorzugehen. Ich brauche die ab und zu zum Kämpfen. Aber der kann nicht so weit Pass spielen, weiß ich schon. Beug dich vor, schnapp dir den Ball, wie schwer kann das sein? Na gut, jetzt kämpfen beide. Und der Ball ist unterwegs. Du kümmerst dich um den und du rennst mal. Du bist nicht mehr Mittelfeldspieler, was machst du hier? Die ganze Zeit. Ah, Selbstheilung. In einer Minute. Er hat sich geheilt. Das ist unfair. Und du schnappst ja bitte den, der hier umgehauen wird. Es geht doch nicht über dieses Faust. Jetzt mach ich schon zu auf Pause. Das ist gar nicht gut für Let's Play, glaube ich. Es sollte mehr aktives Spiel bleiben. Ah, komm, 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 schnapp dir den Ball. Und durch. Touchdown. Dazu muss die Defense erst einmal aufwachen. Ja, da liegen sie rum und schlafen. Da geht einer zurück. Wenn es das Spiel weitergeht, könnte ich die Gegner schwächen, aber ich will es nicht schwächen jetzt, weil das vergeht dann zu schnell. Mensch, das wird ja hier ein Massaker, zumindest von den Punkten her. Ich müsste mal ein paar Leute töten. Ein zielgenauer Pass. In gute Hände. Da ist der, der geerbt werden will. Ja, der Ball ist wieder in seinen Händen. Oh Mann, das war gut. Toll verpisst, wenn du mich fragst. Aber echt. Hat der Spieler seine Kontaktlinsen verloren? Er hat du bist Verteidiger, oder? Am Boden. Hey, ja. Ich mache hier die Witze. Du bist zuständig für die ernsten Dinge. Und Tackle. Nicht geschafft. Ich glaube, es müssen meine Verteidiger aushelfen. Ein perfekt getimtes Tackling. So getimt, ach, ja, dass er ihn genau, ja, ins Gesicht trifft. Mach mal die Gegner alle mal schwächer. Er aktiviert seine Master Power. Ja, der Overkill. Er wollte den Typen sowieso umlegen. Wie geschmiert, dieser Dummy. Na, er kriegt ihn einfach nicht in den Griff. Nee. So ja nun nicht. Du schnappst dir jetzt den Ball, du Mumie. Du wirst ihn quer übers Feld wahrscheinlich tragen, aber naja. Daumenamputationen sind diese Saison. Und dann gehst du zu dem und du gehst vor. Wo ist eigentlich der, den ich jagen wollte? Jetzt werden sie sich aber wirklich ineinander fassen. Ach nee, da auf oben ist. Ja, beißen ist das, ich sehe den nicht mehr. Um zu beschreiben, wie jemand. Ach, das war der. Ja. So sehe ich den Pfeil nicht immer. Reißen würde auch noch gehen. Der hier war das? Okay. Jetzt habe ich nur einen Verteidiger und die haben gleich zwei Leute hier unten.
Du kämpfst nicht. Du machst jetzt eine Interception, wollte ich gerade sagen. Dann gehst du an den und du bleibst hier hin. Aha, der Schiri ist auf meiner Seite. Wie zum Teufel konnte er diesen Pass nicht fangen? Das ist kaum zu glauben. Die Defense hat nur wenig Raum. Ich glaube, das ist fies. Das ist extrem fies. Nein. Es wird ein Touchdown für die Gegner. Der Schiri will verkloppt werden. Ja. Wenigstens haben sie nicht aufgegeben. Vielleicht kommen sie ja sogar wieder ins Spiel. So, jetzt wird aber hier geprügelt. Mehr mache ich jetzt nicht. Das Spiel geht wieder los. Du gibst den Ball mal zurück und der Rest verprügelt Leute. Ich habe schon schönere gesehen. Das muss auch mal sein. Warte mal, du bleibst hier zum Prügeln. Du gibst den Pass hier rüber und du kümmerst dich um den, genau. Das Passtraining trägt langsam Früchte. Oder sie hatten einfach nur Glück. Du sollst nicht treten, du sollst nur dahin. Warte mal, dort ist der verletzt werden soll möglichst. Das heißt, du gehst dahin. Jetzt mache ich wirklich zu viel Pause, glaube ich. Schiri, steh mir nicht im Weg. Ich will einfach nur ein paar sinnvolle Pässe probieren. Er hat den Ball. Genau solche Pässe möchte ich sehen. Oh, du bist so ein schamloser Übertreiber. Ja, gefährlich. Schnapp den Ball. Er lief vor dem Kampf davon. Ah! Da steht wieder auf. Boah! Nein! Da war eine Interception. Das können die Hochelfen ganz besonders gut. Ihr sollt doch töten und nicht nur... Ach, das ist der, den ich jage. Der ist dem Kampf entkommen. Und dann hat er noch eine Interception gemacht. Ey, sag mal. Ist der gedopt? Nee. In 5 Minuten ist das Spiel vorbei. Doch bis dahin kann noch einiges passieren. Aber wenn du das Tackle nicht schaffst, dann krieg ich einen Punkt gegen dich. Oh, was ist Na, du bist aber wirklich ein guter Beobachter. Ja! Guter Tackle. Vor dem Ball, erstmal vor dem Ball. Das gesehen? Das ist mal ein Pass. Ja, technisch perfekt. Hoffentlich hat der Junge einen guten Zahnarzt. Nach so einem Treffer fragt man sich, ob er überhaupt weitermachen kann. So, meine Mumie. Kann die meine Mumie da abschneiden? Den müssen sie hinterher vom Boden abkratzen. Das wird ja immer unsportlicher. Nee, du bist der. Du gehst dahin. Empörend! Das ist reines Trampeln! Wirklich empörend! Mach's Gott, jetzt hat er. So. Einmal bestechen und jetzt soll er damit kämpfen. Wieso? Und eine Nebelwand! Wirklich vorsichtig sein. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Hab mich zu sehr aufs Verprügeln gekümmert. Haben die gerade einen Blitzschlag gemacht? Sie bringen ein paar neue Spieler. Eine kleine Änderung in dieser glorreichen Arschtrittmaschinerie. Es wäre schon ein Wunder, wenn er wieder auf die Beine käme. Er hat den Ball. Da muss er hin. Ja, hervorragend. Spektakuläre Annahme. Ach komm schon, der war einfach. Der Spieler ist einfach zusammengebrochen. Oh, ich glaube, das hat jeder gespürt. So, am liebsten würde ich jetzt versuchen, die Gegner auszurennen, aber das wird mir nicht gelingen. Ja, die Mittellinie ist es, wo sie dann aufhören, hinterher zu rennen. Das habe ich gerade gemerkt. Dieser Schiedsrichter ist wirklich beweglich. Bemerkenswert für einen Mann seines Alters. Die Master Power wird die Effektivität dieses Spielers aber so richtig steigern. Hoffentlich reißt er jemanden den Kopf ab. Ach, der Dings will umgehauen werden. Dieser Spieler hatte genug. Ach, das waren doch nur ein paar Schläge. Da kommt noch mehr. Nein! Sie wollen das Boah, ich glaub's ja. Jetzt hat der den Schiri umgehauen.
Vielleicht hat er Angst, diesen Faustkampf zu verlieren. Nein, ich glaube, dass er diesen Kerl in Stücke reißen wird. Nun, wir alle kennen dieses Gefühl. Oh, fast eine Interception. Er hat den Ball. Das war einfach spektakulär. Ich mag diesen Kerl. Er weiß, wie man Schmerzen verursacht. Die sind gut bei Interceptions. Das ist auch krass. Man sollte doch denken, dass er sich auf das Spiel konzentriert. So, du kämpfst da. Du fällst gerade um. Du kümmerst dich um den. Der wird gleich versuchen, einen Pass zu spielen. Ja. Diese sind ja noch so gut wie neu. Wenn er so weitermacht, wird es kein nächstes Spiel geben. Schafft meine Mumie das da? Dann würde ich meiner Mumie den Punkt geben. Ja, Touchdown von der Mumie. Also wenn das kein spannendes Spiel ist und mir ordentlich Geld gibt, abgesehen davon, dass der Schiri vom Gegner schon einmal umgehauen wurde, müsste es doch eigentlich gut werden. Jetzt muss ich gucken, welcher ist der, den ich jage? Ich hoffe, die haben den nicht rausgebracht. Wieso sehe ich den? Ach, da. Da ist der, den ich jage. Ihr beide geht auf den, den ich jage. Ach nee, der hat so einen Zauber gegeben. Warum heilt er sich nicht selber? Egal. Man sieht sie nicht mehr. Der Trainer hat so viel dazu. Im Sinn. Der Gegner sollte gut aufpassen. So. Was erwartet uns in den letzten beiden Minuten des Spiels? Ein wirklich tolles Passspiel. Aber wo ist das Chaos? Ist das hier die Chaos League oder was? Er hat den Ball. Yeah, da haben wir alles umgehauen, umgenietet. War jetzt aber wirklich nicht fair. Nein, war es nicht. Aber es sah gut aus. Und der Schiri hat nichts gesagt, das finde ich cool. Das war ein Monster-Schlachtruf der Fans. Ja, wow. Jetzt stehen die Fans. Wenn jetzt rechts keiner mehr ist. Rechts ist noch einer. Der gleiche Spieler liegt schon wieder am Boden. Ich glaube nicht, dass der jemals wieder aufsteht. Jetzt sitzen sie aber auf Master Power. So, der hat den Ball und will einen Pass spielen, genau. Wie geschmiert. Er hat den Ball. Ja, nee, ist klar, ne? Du rennst hier weg, oder was? Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute, jetzt würde ich den aber wirklich töten. Man hofft ja beinahe, dass er etwas getan hat, womit er das verdient. Autsch. Boah, ist ja nicht wahr. In der horizontalen als in der vertikalen Position. Vielleicht ist er müde? Jetzt muss ich aber was tun, ich will den noch tot sehen. Den Jungen da. Du jagst ihn jetzt, egal was passiert. Der Ball ist jetzt gefährlich nah dran. Jetzt werden sie gleich punkten, jeden Augenblick. Halbe Minute noch. Du schnappst dir den Ball und spielst ihn erstmal nach vorne, aber du fängst ihn bitte nicht. Wow, hey, Cheerleader, wink doch mal. Na, ja, doch auch. Was auch immer passiert war, er war zumindest klinisch tot. Jetzt ist ein Fehler in der Darstellung, cool. Ein Beispiel für gut getimte Selbstheilung. Hm, zur rechten Zeit. Na, du komm, bleib stehen und versuch einen Pass zu spielen, dann müsste ich dich kriegen. Obwohl, jetzt bist du langsam zu weit weg. Das ist nicht Publikum, aber ganz schön ein. Gut. Wird aber gleich jemand schreckliche du gehst daran. Ich darf keinen Punkt kassieren jetzt. Ja! Die Zeit war ja sowieso um. Haben wir nun eine Verletzung? Nein, das zählte nicht. Also entweder war es ein K.O. oder es zählt nicht, wenn er gehalten wird vom Gegner. 46.000 war ein spannendes Spiel, aber nicht so viel, wie ich gehofft habe. Ja, 11 von 20, naja, gut. Ich bin nicht mal gut mehr im Viecherbischen. Ein K.O., ja, gut, das zählte dann nicht, ist klar. Verletzung oder Tod zählt nur. Jede Menge Tackles, ein paar Pässe, eine Reception, drei Touchdowns, ja. Standardspiel, nichts Besonderes finde ich jetzt. Aber immerhin haben wir gewonnen. Jetzt würde ich die Liga anschauen. Die sind noch Erster, wir sind, haben die
Unentschieden gemacht? Ich glaube ja. Sieht denn das aus? Hier kann man anschauen. Deadlands haben gewonnen 5-0, aber wahrscheinlich gegen eine Mannschaft, wo sie nur 2 Punkte bekommen haben. Und wir haben gegen die Sun Worshippers gewonnen, ja. Wir haben jetzt 5 Punkte Vorsprung. Wir können jetzt herausfordern einmal und dann werden wir noch einmal herausgefordert. Das heißt, eigentlich sieht es ganz gut aus. Meine Mumie hat leider keine Erfahrungspunkte bekommen. Das ist echt schade. Die muss echt sich mal mehr anstrengen. Hast du etwas, was du dir leisten kannst? Smokebomb, Outrun, STBO, Didn't Hurt a Bit. Ja, nee. Gut, du sparst auch. Ein Ghoul hat noch die gleichen. Hier gab's auch nichts, nein. Gut, ein relativ normales Spiel. Bald ist aber die Liga zu Ende, die Saison zu Ende. Dann wird hoffentlich ein Aufstieg kommen und dann wird erstmal sich um die neuen Spieler gekümmert. Also, hoffen wir mal aufs Beste und bis dahin, tschüss.